Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie man einen Gams hängender zerlegt. Jetzt mache ich erstmal die Grobzerlegung. Anfangen tue ich mit den Schulterblättern zum Rausschneiden. Da ist der Schuss. Das Schulterblatt wird da sein. Da geht es wohin. Also muss ich so herschneiden und schneide da runter. Schauen Sie, da ist der Schuss drin. Ja, das ist aber endlich fast keine Hämatome. Schneide her. So, jetzt machen wir ein Schulterblatt. Dann schneide ich das zweite Schulterblatt. Und auch gleich einen Schuss, Ausschuss. So her. Schaut, jetzt, da ist der, da geht der Knorpel. Den schneide ich so entlang. Ja, die Wipsen. Jetzt mache ich die. Die Brust, da läuft der Rücken und jetzt zeichne mir das vor, ich muss daher, das zeichne ich mir so vor, auf der Seite wieder, da ist die, ich muss dahin, da mache ich so einen Schnitt, jetzt schneide ich da, wo die Rippen aufhören, schneide ich da eine. Das gleiche. Jetzt schneide ich jede Rippen einzeln löse ich jetzt aus. Schauen Sie her. Und da halten Sie das Fleisch, den Daumen ein bisschen fest, sonst lassen Sie ihn hängen. So. 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 So, wenn man das einmal heraus hat, ich muss gar nicht mehr anders machen. Schauen Sie, wie elegant das geht. Die letzten Rippen auch noch. Und das passt. Jetzt kommt die nächste Seite, wieder das gleiche. Da schreibe ich. Wissen Sie, das ist ein Zerlegeraum, wo ich da mache. Das haben die Jäger privat zu sich gerichtet und da wird ausschließlich für private Zwecke wird da zerlegt. Aber ich finde der Aufzug, was ist das, eine recht tolle Einrichtung. Und jede Rippen schön einzeln. Das ist überhaupt keine Hexerei. Schön und ganz. So. Und jetzt schneide ich die Filet aus. Das ist der Weg. Da ist der Filetkopf da drin. Da schneide ich eine. Und da rein, schneide ich schön noch einen Rückenmarkkanal runter. Da rein. Schaust du, da ist. Da siehst du genau wieder, wie das Filet drin ist. Das geht genau noch. Das ist genau vorgezeichnet. Das ist ein Vlies. Man kann da gar nicht viel falsch machen. Ein Filet. Das ist das nächste. Da her, da hinten wieder. Ein Rückenmarkkanal. Da ist der Beckenknochen. Da war noch ein Rückenmarkkanal. Da her. So. Da können Sie auch nicht den Rücken einschneiden. Da ist ja alles Knochen drin. Da können Sie auch ruhig schneiden, da passiert nichts. Jetzt drehen wir den Hals weg. Wir machen den Rücken 10 Rippen lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nach der 10. Rippen schneiden wir her. Da ist der Schuss drin. Da ist es ein bisschen
den stellen wir noch knapp am Knochen raus. Der ist sonst dann zu viel. Das brauchst du eh für Soßen machen. Und auf der anderen Seite noch einmal. Die hat davon Hauptober schnell abtrennen, hat er das ein bisschen dreckig gemacht. So. Und jetzt lösen wir den Rücken aus. Das passiert auch hängend. Da sind die Beckenknochen. Und wie gesagt, man muss sagen, das ist da reingeschoben. Da kann man es durchtrennen. Da sticht man rein. Siehst du? Das sind die Beckenknochen. Schaut's. Wenn man das sieht, das sind die Beckenknochen. Und das gleiche noch einmal. So, jetzt lassen wir das so. Jetzt schneide ich mit dem Messer. Da ist die Wirbelsäule. Das sieht man schön. Die Wirbelsäule. Da schneide ich knapp an der Wirbelsäule, mache ich einen Schnitt. Bis, kannst du mit dem Messer andrücken, bis zum Knochen. Und da noch einmal. Aufpassen auf die Finger. Jetzt schneide ich da noch ein bisschen her. Und da sind die Lendenwirbel. Da fahre ich mit dem Messer knapp rein. Ganz knapp an die Lendenwirbel entlang. Da können sie den Rücken so gut wie nicht reinschneiden. Da unten müssen sie aufpassen. Das ist bei jedem Wirbel gleich. Da müssen sie aufpassen, weil da der Rippenbogen ist. Da schauen sie das Messer so kommen. Sonst schneiden sie gerne in den Rücken rein. Gell? Das wollen wir jetzt nicht haben. Da machen wir das auch nicht schön. Ja, und da gehen diese, ich sag immer so, wie Slalom fahren ist das. Das sind so eine Wirbelfortsätze. Also bei jungen Vieh geht es ganz leicht, da kriegst du gar nicht auf die Beinhaut. Schau, das hört noch irgendwo da jetzt dann auf. So, schau, der Rücken hat keinen Schnitt. Jetzt machen wir auf die andere Seite noch einmal. Da sind die Dornen, die Lendenwirbel, die kurzen, bis daher. Da schneiden wir ganz exakt am Knochen entlang. Da haben wir die Rippen. Da schauen wir, da haben wir den Bogen schön gemacht. So. Und wieder das gleiche. Her. Schauen Sie, da ist kein Schnitt drin im Rücken. Da haben wir keinen Schnitt. Jetzt schneide ich die Karkasse vom Becken weg oder von den Skolden weg. Du denkst da den großen Wirbel. Da stichen wir rein. Einmal da her, einmal so her. Jetzt drücke ich das nach hinten und da nach vor. Und sehen Sie, der hupft raus. Der hupft raus. Den legen wir da drauf, weil wir werden ein bisschen nachputzen. Jetzt fange ich mit der Keule an. Da habe ich leider beim Auseinandersteigen, bin ich selber bei den Jäger schimpfe immer. Und da habe ich es selber gemacht. Ja. Kann passieren, sollte aber nicht. Schauen Sie, jetzt ist da eine da. Da ist das Gelenk drin. Da schauen wir mal, was exakt her. Da schauen wir hier, schauen Sie. So, und jetzt schauen wir da noch einmal. Schauen Sie, das war ein Buck, war das. Das hängst du da. Schauen Sie, das war von der Pumpfdrüten, ein Stickel. Aber so hat der Jäger sauber aufgebrochen. Außer ein bisschen Filet geschnitten hat, aber sonst hat er es recht sauber gemacht. Das ist nicht immer so. Aber bei den Gamsen ist es oft einmal, dass sie gern auf die Mitten aufschießen. Das schaut meistens schlimm aus. So. Schaut's.
Und der Knoten ist sauber. Ich danke, dass Sie zugesehen haben. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, geben Sie bitte den Daumen nach oben. Sie können Sie mich auch gerne abonnieren. Wenn Sie einen Kommentar haben, bitte schreiben Sie unten rein. Würde mich sehr freuen. Danke, Ihr Profi.